Also, dann geht's jetzt genau schneller voran. Das ist mal Kettlinger mit der Alu Extralis, die hier geht, vor uns steht. Wer kennt nicht den Zollerberg, die Passage von Garmisch-Partenkirchen hinten runter nach Israel, nach Innsbruck. Und auf der rechten Seite der Jürgen mit seiner NH90. Also das ist der Hubschrauber, der auch von der Bundeswehr beschafft wurde oder beschafft wird als Ersatz für den UH-1B. Die zwei teilen sich jetzt sozusagen das Flugfenster, weil der Jürgen jetzt noch sozusagen nicht so hundertprozentig fit ist mit diesem Hubschrauber. Er testet noch, er probiert noch, deswegen habe ich gesagt, würde ich gerne, sagen wir mal, auch meine Zeit nicht länger als notwendig hier das Flugfeld blockieren, kann gerne einer mitfliegen. Und der Dietmar Kettlinger hat es gleich genutzt mit seiner wunderschönen Alouette 3. Also eine Weiterentwicklung der Alouette oder der Lama, sozusagen mit Vollverkleide der Kabine, dreisitzig vorne nebeneinander und dahinter. Und wurde in den österreichischen Jahren auch hier in Offenbach dabei gewesen. Im Rahmen des Scale-Wettbewerbs von, wie hieß der Kollege Bucher? Fett Bucher, der dann mit viele Jahre auch mit Erfolg teilgenommen hat, mit einem Modell ähnlicher Baureihe, also die alle drei. Ist heute live leider nicht mehr so häufig zu sehen und ist vielfach bereits ausgemustert. Aber wie schon erwähnt, die Modellbauer lassen hier ja auch die Vergangenheit wieder aufleben. Wir haben jetzt hier letztendlich bei diesem Modell nahezu über 1000 Stunden Bauzeit. Und diese Bauzeit erstreckte sich auf einen Zeitraum von Oktober 2012 bis in den Sommer 2014, also fast 2 Jahre. Aber das ist letztendlich dann auch Hobby, das ist Freizeitbeschäftigung. Und liebe Frauen, ich sage es mal ganz deutlich, wenn die Männer im Keller sind und Hubschrauber bauen, machen sie wenigstens keinen anderen Blödsinn. Der nächste Starter ist dann der Lothar. Du bist fertig, Lothar? Okay. Ja, Applaus